Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal einen alten RP-Glitch, der wieder zurückgekommen ist durch die Online-PoT-Pflanzen. Was ihr dafür benötigt, ist einfach einen Kollegen in deinen Job für die Tarn und ihr müsst für diesen Glitch entweder in einer Einladesitzung sein und euer Freund muss euch gleich einladen oder ihr macht das Ganze in einer geschlossenen Freundessitzung. So ist es meiner Meinung nach viel einfacher. Euer Freund joint euch in eure Session. Drückt die Optionstaste, geht auf Online, geht auf Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, Missionen und startet dann einfach einen Job intern. Er wartet dann ganz einfach in dem Menü. Was ihr macht, ihr begibt euch einfach hier zu diesem Ort, den ich hier gerade zeige im Video. Wenn ihr dort angekommen seid, stellt ihr euch vor die PoT-Pflanze, sodass ihr die Option habt, die Pfeiltaste rechts zu drücken, um die PoT-Pflanze zu essen. Nun gehen wir auf unseren Kollegen, sein Profil, gehen auf die Übersicht seines Profils und nun drücken wir einfach einmal auf Grand Theft Auto V, drücken einmal auf Beitreten und wenn wir die schwarze Meldung haben, machen wir folgendes. Wir drücken jetzt die Pfeiltaste nach rechts und nach 5 Sekunden nehmen wir diese schwarze Meldung einmal an. Das heißt, genau jetzt drücken wir die Pfeiltaste nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, einmal X drücken. Dann solltet ihr euch kurz sehen, wie die PoT-Pflanze ist und danach werdet ihr auch sofort in den Job reingezogen. Sobald ihr komplett in den Job reingezogen seid, verlässt ihr diesen ganz einfach, indem ihr Kreis und X drückt. Dann seht ihr auch schon, werden uns die RP gut geschrieben und die PoT-Pflanze wird dennoch dort wieder spawnen. Und wenn ihr das Ganze jetzt wiederholen wollt, macht ihr die Steps einfach von vorne. Das heißt, gehen auf unseren Kollegen sein Profil, davor müssen wir schauen, dass wir die Option haben zum Essen. Genau. Gehen wir auf das Profil von unserem Kollegen, der im Job ist. Gehen wieder auf die Übersicht. Gehen auf Grand Theft Auto V, drücken auf Beitreten. Pfeiltaste rechts. 1, 2, 3, 4, 5. X drücken. Ihr werdet wieder in den Job gezogen. Sobald ihr den Job verlassen könnt, verlässt ihr den Job ganz einfach wieder. Und dann könnt ihr das Ganze so lange wiederholen, bis ihr euer Wunschlevel erreicht habt. Für diesen Glitch hat mir heute wieder Z-Packs geholfen. Kuss geht raus an dich. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Aber ich würde sagen, lasst einen Daumen da, haut da rein und ciao.